Jetzt? Ha! Ja, vielen Dank, dass ihr mitten in der Nacht aufgestanden seid, um diesen frühen Vortrag zuzuhören. Ich darf auch die Zuschauer an den Fernsehgeräten zu Hause grüßen. Schauen wir mal, wie gut dieser Vortrag läuft. Ganz kurz zur Einführung, wer ich bin, wo ich herkomme und was euch heute erwartet. Ich bin so ein klassischer angewandter Informatik-Mensch, Diplom-Informatiker BA, sprich Schmalspur-Akademiker. Bin knapp 10 Jahre hier in Deutschland, Österreich, Schweiz als Consultant durch die Gegend gerannt, hauptsächlich in Banken und Versicherungen. Hab dann 4 Jahre lang ein Operations Lead gemacht und habe im Internet einen wichtigen Service betreut, der tatsächlich nicht umgefallen ist. Bin jetzt seit 4 Jahren ein Senior Cyber Security Architekt. An dieser Stelle hätte ich jetzt gerne die Karriereseite meines Arbeitgebers verlinkt. Allerdings sagt die Policy, ich hätte die Folien vorher einreichen müssen. Und da ich vor einer halben Stunde noch Folien gemalt habe, entfällt das jetzt. Man kann mich googeln. Ich bin kein Kryptograf, ne? Ich bin angewandter Informatiker. Ich nenne mich selbst ein Möchtegern-Programmierer. Dementsprechend werdet ihr jetzt heute keine großen kryptografischen Neuheiten hören. Wenn das eure Erwartungshaltung war, sorry, gibt noch ein paar andere Vorträge, die parallel laufen. Ganz toll. Mir geht es heute um die praktische Anwendung von real existierender Kryptografie, wie man sie so als Entwickler im Alltag hat. Wird keine Mathe geben, weil, wie gesagt, Schmalspur-Akademiker, eigentlich keine Kryptografie-Theorie. Und wie gesagt, inhaltlich gibt es hier nichts Neues. Das sind alles Sachen, die man theoretisch schon ganz, ganz früh hätte wissen können. Genau, wir schauen uns jetzt erstmal so ein paar Primitive an. Primitive sind so Bausteine in einem größeren Kryptografiesystem, die man aber auch einzeln sinnvoll nutzen kann. Wir werfen einen Blick ganz klassisch auf Verschlüsselung, Hashes und Signaturen. Da fängt man ganz traditionell, ganz einfach an mit der symmetrischen Verschlüsselung. Schematische Darstellung, wir reden noch nicht über einen konkreten Algorithmus, sondern einfach ganz nur, wie funktioniert das im Prinzip? Ich habe auf der linken Seite einen Klartext, Cleartext, den tue ich in einen Algorithmus rein, da kommt ein Key dazu und dann kommt ein Ciphertext, der ist verschlüsselt, den kann man ohne den Key nicht mehr lesen und umgekehrt geht es genauso, ich schmeiße einen Ciphertext in den Algorithmus rein, tue einen Key dazu und kriege einen Klartext wieder raus. Dieses Key dazu tun ist so ein ganz elementar wichtiger Bestandteil, sonst ist es keine Verschlüsselung ohne Schlüssel. Dementsprechend ist Base64 keine Verschlüsselung und auch SHA-1 ist keine Verschlüsselung. Mich kotzt das immer wieder an, wenn ich irgendwo Presseberichte lese, irgendwo ist einer aufgemacht worden, aber keine Angst, Kundendaten sind nicht rausgegangen und die Passwörter waren mit SHA-1 verschlüsselt. Gefällt mir überhaupt nicht. Genau, wie kommt man zum Key? Gibt es 2 klassische Wege. Man würfelt den Key, irgendein Zufallskey generiert man sich oder man nutzt ein Passwort. Und da ist so der erste klassische Fail, den ich in der Praxis schon gesehen habe. Man hat irgendwie so ein Key, der muss 16 Byte lang sein. Wunderbar, ich nehme ein Passwort, das hat 16 Zeichen, das passt rein, boom, funktioniert. Ist inhaltlich allerdings komplette Grütze, auf keinen Fall so machen. Das Problem an der Stelle ist natürlich, so ein Passwort vom Menschen eingegeben, meistens soll der Mensch sich das sogar merken, das hat eine unglaublich schlechte Entropie, da gibt es nur ganz, ganz wenige Werte, die da tatsächlich sinnvoll drin sind, ne? Die Buchstaben A bis Z, die Zahlen, ein paar Sonderzeichen und so weiter und so fort. Man gibt einen unglaublich großen Bereich im Keyspace völlig sinnloserweise frei, deswegen niemals einfach ein Passwort in den Key reinpacken. Man benutzt also etwas, das nennt sich PBKDF, Password-Based Key Derivation Function. Gibt viele an der Zahl. Ich nenne jetzt hier keine konkrete, weil die Inhalte hier für die Slides, die sind ursprünglich aus knapp 2 Tagen Schulung entstanden. Ich habe 50 Minuten. So tief kann ich nicht reingehen. Für euch wichtig im Hinterkopf zu behalten, immer wenn ihr irgendwo ein Passwort benutzt, bitte eine PBKDF nutzen. Was macht das? Das nimmt ein Passwort, also ein String rein, und manipuliert diesen String, klassischerweise ist da irgendwo ganz tief drin ein Hash, und erzeugt damit dann einen Wert, den man als Key verwenden kann, der wirklich den kompletten Keyspace ausnutzt. Jedes letzte Bit kann genutzt werden. Das ist wirklich zwingend an dieser Stelle notwendig. Noch ein Hinweis an der Stelle, wenn das Ganze schnell geht, dann macht ihr eigentlich auch was falsch.
klassisches Problem heutzutage, Daten gehen verloren, man findet irgendetwas, was man entschlüsseln möchte, man stellt fest, es ist passwortbasiert, wunderbar, ich kann Passwörter ausprobieren. Wenn die PBKDF schnell ist, kann ich ganz, ganz viele Passwörter im Brute-Force-Verfahren ausprobieren. Wenn das Ding langsam ist, mache ich es dem Angreifer deutlich, deutlich schwerer. Und was in der schematischen Darstellung unbedingt mit rein muss, was leider oft vergessen wird, ist der Initialisierungsvektor, in den moderneren Verfahren auch Nonce genannt. Der ist wichtig. Auch da sehe ich sehr, sehr oft, wenn ich Code-Reviews mache, das Problem, dass hier eine Zahl einfach genommen wird, irgendeine, weil in den Tutorials steht einmal, ne, IV, absolut egal, was da drin steht, Hauptsache du hast ihn, also sucht man sich einen aus, seinen Geburtstag, seine Lieblingszahl, whatever. Und am Ende kommt ja auch verschlüsseltes Zeug raus, sind ganz viele verwürfelte Zeichen. Wichtig an diesem IV, beziehungsweise an der Nonce, ist, man nutzt ein IV mit demselben Key nur genau einmal. Wenn man also sich seine Lieblingszahl ausgesucht hat, hat man ein Problem, weil man die IV mehrfach nutzt. Nonce steht für Number Only Once. Das beschreibt eigentlich ganz klar, wie man diese Zahl zu nutzen hat. Rund um die IVs gibt's regelmäßig spannende Angriffe, denn in der Vergangenheit, die Kryptographie in der offenen Welt ist noch relativ jung, da reden wir von 30 Jahren vielleicht, hat man den Zahlenraum für so eine IV relativ klein gewählt. Ne, Bits waren damals teuer, man wollte möglichst wenig nutzen. Sprich, man hat eine relativ begrenzte Anzahl an möglichen IVs und muss deswegen den Key dementsprechend oft wechseln. In der Praxis für den Feldwald- und Wiesenprogrammierer nicht ganz so oft ein Thema. 32 Bit sind das üblicherweise, da kann man schon eine ganz schon große Anzahl an Nachrichten mit einem Schlüssel verschlüsseln. In der Sekunde, wo ihr Systeme baut, die ganz, ganz viele Verschlüsselungsvorgänge haben, müsst ihr euch unbedingt an dieser Stelle ganz viele Gedanken machen. So, dann müssen wir noch über Modi reden. Ich gehe jetzt nicht auf den Unterschied zwischen Block- und Stromchiffren ein, dafür reicht meine Zeit nicht, aber im Hinterkopf zu behalten ist, wenn man einen Blockchiffre nutzt, haben die verschiedene Modi, die muss man mit eingeben, wenn man sie nutzen will. Und diese Modi sind unterschiedlich sicher. Man kann durchaus AES in einem absolut unsicheren Modus nutzen. Und ich garantiere euch, der Default-Modus, der euch in eurer Programmiersprache, in eurer Programmierumgebung angeboten wird, ist immer der falsche. Ja, also sowohl Java als auch .NET, als auch in Python, als auch in JavaScript, das weiß ich aus dem Kopf, bei den anderen müsste ich nachschauen, wenn man einfach sagt, ich hätte gern AES, dann kriegt man den ECB-Modus. Bei diesen verschiedenen Modi könnte ich jetzt 2 Stunden drüber reden, welche die sinnvollsten sind. Ich mache es ganz kurz, binde uns den GCM, den Gauloise Counter Mode. Der zählt die Cipher-Blöcke mit, die da durchkommen. Der macht eine Authentifizierung auf die Verschlüsselung, sprich man hat auch nicht das Problem, dass man Padding Oracle sich selbst baut. Nutzt den, oder wenn ihr den nicht nutzen könnt oder nicht nutzen wollt, investiert ruhig mal 2, 3, 4 Stunden Zeit, euch die verschiedenen Modi anzuschauen und den für euch richtigen Modus zu sehen. Eine Folie, die immer kommen muss, wenn wir über ECB reden, ist der ECB-Pinguin. ECB steht für Electronic Codebook. In diesem Modus übersetzt der Verschlüsselungsalgorithmus einen gleichen Block immer gleich. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel hier den TUX im ECB-Modus verschlüsselt, wird jeder weiße Block rechts im verschlüsselten Stream auch immer in diesem lila angezeigt werden und so weiter und so fort. Sprich, im ECB kann ich Muster erkennen. Bei Bildern ist es sehr einfach, können wir mit einem puren Auge uns das anschauen. Bei Text oder Binärdaten ist das ein bisschen komplizierter, aber funktioniert genauso. Wenn wir an strukturierte Daten denken, die haben immer eine Struktur, die haben oft einen Header, die haben irgendwelche Strukturelemente.
Die kann man wiedererkennen und dann kann man auch Rückschlüsse auf den Inhalt rausziehen. Deswegen ECB grundsätzlich nicht nutzen. Dann ganz kurz Theorie. Asymmetrische Verschlüsselung funktioniert genauso, bloß anders. Wir haben zwei Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel zum Verschlüsseln. Mit dem kommen wir vom Klartext in den Ciphertext. Wir haben einen anderen Schlüssel, meistens mit einem anderen Algorithmus, auch wenn es in den Tutorials immer gesagt wird, du verschlüsselst dann nochmal mit dem anderen Schlüssel, ist falsch, kommt man zurück auf den Klartext. Weil die so unterschiedliche Eigenschaften haben, nennt man die auch ein bisschen anders. Ne? Der zum Verschlüsseln nennt sich Public Key, der zum Entschlüsseln den Private Key. Hintergrund ist, rein in die Verschlüsselung ist toll, das wollen wir ganz viel haben. Diesen Schlüssel müssen wir nicht irgendwie geheim behalten. Den können wir raus in die große Welt posaunen. Der kann öffentlich sein. Der Schlüssel zum Entschlüsseln, der sollte natürlich nur im Besitz vom Empfänger sein. So, ganz kurz Mini-Theorie, Hashing. Wir haben irgendeinen Klartext, benutzen irgendeinen Algorithmus, da kommt eine Prüfsumme bzw. ein Digest raus. Prüfsumme ist das falsche Wort. Prüfsumme kennt ihr aus CRC oder Ähnlichem, aber es ist eine einfache Gedankenstütze. Ich tue irgendwas rein und ich kriege eine endliche Zahl raus, die von dem Eingang abhängt. Das hilft mir ganz oft, wenn ihr irgendwo Downloads seht. Früher war das Internet noch durch einige Bitflips zersetzt. Da konnte man am Ende einen Hash drüber ziehen, über das, was man runtergeladen hat, und mit dem Hash von der Downloadseite vergleichen. Und wenn die gleich waren, dann waren die Daten auch gleich. So, das können wir jetzt mit den Public-Key-Geschichten kombinieren und können Signaturen erzeugen. Prinzip relativ einfach. Wir haben Klartext, machen Hash drüber, das ist eine Nummer. Wir nutzen den Private-Key jetzt dazu, um den zu verschlüsseln. Das ist die Signatur. Und jemand, der den Public-Key hat, und der Public-Key ist, wie gesagt, public, öffentlich, kann jeder haben, der kann den Public Key jetzt auf die Signatur anwenden, kriegt die Prüfsumme wieder raus. Er hat auch den Klartext daneben liegen, bildet selber nochmal den Hash, kriegt auch nochmal eine Prüfsumme raus. Und wenn die beiden Prüfsummen gleich sind, dann hat derjenige, der den Private Key in der Hand hatte, tatsächlich diese Daten auch in der Hand. Die Signatur ist valide. So, jetzt müssen wir ganz kurz über Schlüsselaustausch reden. Bei der symmetrischen Verschlüsselung ist genau ein Key, der benutzt wird, sprich der Sender und der Empfänger müssen denselben Key haben, sprich man hat das Problem, ich will was verschlüsseln, weil die Transportstrecke zwischen mir und dem Empfänger unsicher ist und niemand das mitkriegen soll, was ich darüber schicke, also verschlüssel ich es. Das hat ja das Problem, ich muss den Key irgendwie sicher an die Gegenstelle senden, damit er es auch wieder entschlüsseln kann. Ich habe wieder das Problem, ich möchte irgendwelche Daten auf die andere Seite schicken und der Transportweg ist unsicher. Asymmetrische Verschlüsselung hat da den riesen Vorteil. Ich habe zwei Schlüssel, den einen, den Secret Key, der ist nur für mich, damit ich Sachen, die an mich geschickt werden, entschlüsseln kann. Der andere ist der Public Key, der ist für die Sender, die an mich was schicken wollen, wichtig, damit kann man nichts entschlüsseln. Den kann ich tatsächlich draußen in die Welt pusten. Ich kann ihn im Internet veröffentlichen, im Rathaus anschlagen. Es gibt Leute, die setzen eine Kleinanzeige in die Zeitung, um ihre Schlüssel dadurch zu veröffentlichen. Überhaupt kein Problem. Und damit spart man sich das Problem, dass ich diesen Schlüssel irgendwie sicher austauschen muss. Das stellt uns aber vor ein anderes Problem. Woher weiß ich, dass der Public Key, den ich gerade bekommen habe, tatsächlich vom Empfänger ist? Sehr weit verbreitet TOFU, Trust on First Use. Jeder, der SSH genutzt hat, hat beim ersten Verbinden mit irgendeinem Server schon eine wunderschöne Warnmeldung bekommen. Hallo, neuer Server, neuer Key. Willst du dem wirklich vertrauen? Ja, nein. Man drückt auf Ja. Fertig. Genau das ist Trust on First Use. Wir haben keinerlei Möglichkeit, das irgendwie zu verifizieren. Wir vertrauen uns beim ersten Mal. Wir speichern uns das Gegenstück mit. Und beim nächsten Mal haben wir es ja schon mal gesehen, können wir vertrauen. Und sollte sich auf dieser Verbindung irgendwas ändern, dann kriegen wir wieder diese Warnmeldung. Und wenn wir wissen, dass sich auf der Serverseite nichts geändert hat, dann sollte man dementsprechend dann vorsichtig werden. Das skaliert natürlich nicht wirklich.
wenn ihr im Internet unterwegs seid, seid ihr hoffentlich sehr oft verschlüsselt unterwegs. HTTPS kennen wir ja alle. Da habt ihr noch nie diese Warnung gesehen, hoffentlich. Deswegen gibt es das Prinzip, ich vertraue jemandem und der wiederum vertraut anderen und der wiederum vertraut anderen. Und dadurch kann ich dem letzten Glied vertrauen. Die Idee ist, ich habe irgendjemand, der verspricht, genau zu prüfen, dass der Public Key von irgendjemandem wirklich ihm gehört, wie auch immer das überprüft wird. Ne? Dem vertraue ich. Das heißt, ich kann, wenn ich irgendwo einen öffentlichen Schlüssel bekomme, der eine Signatur von demjenigen hat, dem ich vertraue, auch vertrauen, weil der ist ja geprüft worden. Und diese Kette kann ich unendlich lang ziehen. Ne? Ich kann jemandem vertrauen, wenn er einen öffentlichen Schlüssel hat, der eine Signatur hat von jemandem, der einen öffentlichen Schlüssel hat, der eine Signatur hat von jemandem, den ich vertraue und so weiter und so fort. Das Prinzip gibt es im Großen und Ganzen in zwei Ausprägungen. Web of Trust, GPG, PGP, gibt keine Autoritäten. Jedes Mitglied in diesem Web of Trust ist gleichberechtigt. Jeder kann von jedem die Public Keys unterschreiben. Gibt leider auch keine Regeln, kein Enforcement, dass diese Unterschriften mir wirklich auf irgendeiner Prüfung basieren und nicht nur, weil irgendjemand im IEC danach gefragt hat. Hat in begrenzten Userkreisen durchaus seine Berechtigung. Ich glaube, im großen, weiten Web, ohne alles, sind wir ganz klar an die Grenzen gestoßen. GPG verbreitet sich nicht mehr weiter, hat auch diverse andere Usability-Probleme. Will man wahrscheinlich als Entwickler, außer wenn man in einem geschlossenen Bereich unterwegs ist, wo bestimmte Regeln auch eingehalten werden und enforced werden. Beispiel wäre zum Beispiel Debian-Pakete. Die werden zentral signiert. Da gibt es eine GPG-Infrastruktur im Hintergrund. Das funktioniert relativ sauber. Will man das wahrscheinlich nicht nutzen. Dann gibt es noch das ganz, ganz klassische X509, kennt ihr aus dem Web. Das wird genutzt, wenn ihr irgendwo HTTPS seht. Im Web gibt es dafür harte Regeln. Die Web-PKI, so nennt man die PKI, die von Browsern unterstützt werden, haben eine Organisation gegründet, das CAP-Forum, das CA-Browser-Forum, sprich da sind die CA und die großen Browserhersteller zusammen, die geben sich Regeln. Die Protokolle sind öffentlich, die Regeln sind öffentlich und die werden auch relativ hart enforced. Da kann man sich drauf verlassen. Man muss aber nicht unbedingt die Web-PKI nutzen, sondern wir können natürlich für eure eigenen Use Cases eigene Regeln euch entwerfen und dann eigenen CA, die diesen Regeln entsprechen, vertrauen. Genau. X509 hat den Vorteil und auch den Nachteil, man muss einem bestimmten Set an CA vertrauen. Die Browserhersteller sind so freundlich und liefern uns ein ganzes Set an CA mit. Bei Mozilla habe ich gestern Abend nachgeschaut, waren es aktuell 55, Microsoft vertraut 282 CA, die in ihrem Root-Programm drin sind, die halt mit ausgeliefert werden und eure Software auf euren Laptops vertraut diesen. So, jetzt habe ich glaube ich schon Zertifikate genannt, muss ich kurz erklären, was ein Zertifikat ist. Das ist eine Reihe an Informationen plus eine Signatur über diese Informationen. Im Web ist es mindestens mal die Webadresse, wenn es eine Domain-Validierung ist. Da signiert die CA, jawohl, ich habe geprüft, die Domain gibt's und die Domain ist unter der Kontrolle von demjenigen, der hier gerade das Zertifikat beantragt hat. Das ist alles, was in so einem Zertifikat drinsteht. Da kann deutlich mehr drin stehen, gibt standardisiert verschiedene Überprüfungsszenarien, was da alles überprüft wird. In der Praxis für euch als purer Web-User hat das keine Auswirkungen, die Browser unterscheiden an der Stelle nicht. Wenn ihr allerdings eigene Systeme entwickelt, kann da durchaus Informationen drinstehen, die für euch relevant ist. Die müsst ihr dann aber auch bitte prüfen. So, wie funktioniert das dann in der Praxis? Ich habe ganz oben eine ganze Reihe von Root-CAs. Diesen CA vertraue ich, die sind mit drin in meinem System oder ich habe sie selber hinzugefügt. Die unterschreiben, erzeugen ein Zertifikat, unterschreiben damit einen Public Key von irgendjemandem anderen.
Meistens ist das erstmal eine Intermediate-CA, weil man sinnvollerweise die Root-CA irgendwie ganz besonders gesichert betreibt. Die sind offline, da kann niemand drauf zugreifen. Die Intermediate-CA erzeugt dann Zertifikate für weitere CA oder auch am Ende für die End-User. So, das war die Kurzeinführung Theorie. Jetzt kommen wir hin zu, wie kann das alles schiefgehen? Was hab ich schon gesehen? Großer Hersteller von Bürosoftware, habt ihr alle schon mal gehört, hat ein tolles Zusatzprogramm ausgegeben. Name irgendwas dreibuchstabiges, das sich alle zwei Jahre ändert, kriege ich nicht mehr zusammen. Mit der Funktionalität, ich kann an einem Dokument dranhängen, wie wichtig es ist, ne, wie stark es gesichert werden soll, und ich kann dranhängen, wenn es besonders gesichert werden soll, dann möchte ich es auch verschlüsselt haben. Wir waren ganz stolz, ne, wir nutzen AES, wir sind ganz, ganz sicher. Und wenn man sich das angeschaut hat, das war dann AES im ECB-Modus, ganz klar Default, und da haben wir dann wieder den Tux. Klassisches Problem. Und das ist nicht vor 10 Jahren passiert, das ist vor 2 Jahren passiert. Und das war kein kleiner Hersteller, sondern ihr alle kennt den. Das passiert einfach in der Praxis, weil es so einfach ist. Ich nutze AES, steht ja im Code, ein einfaches Code-Review, ohne dass man draufgestoßen ist, sieht, jawohl, AES, wissen wir alle, ist sicher, Haken dran, funktioniert. Ja, wenn ihr dieses Logo kennt, seid ihr ein bisschen älter und habt keine Hotspot-Flatrate von der Telekom. Die erste Variante von Verschlüsselung WLAN nannte sich WEP. Die hatte eine Reihe an Schwächen. Eine davon war, sie hatte einen 24-Bit-Initialisierungsvektor und nutzte immer einen festen Schlüssel fürs WLAN. Sprich, man hat immer denselben Schlüssel verwendet im WLAN, nachdem man es eingerichtet hat. Und die IVs wurden halt durchrotiert. 24-Bit ist relativ wenig. Und dann hatte das WLAN, dieser Standard noch das Problem, man konnte ein Paket, was man empfangen hatte, was verschlüsselt war, konnte man einfach trotzdem nochmal ins WLAN geben. Und das WLAN hat es akzeptiert. Und wenn man die richtigen Pakete ausgewählt hat, nämlich Pakete, die eine Antwort erzeugen, konnte man, obwohl man nie den Schlüssel hatte, ganz viele Antworten erzeugen, dadurch das WLAN zwingen, einmal durch die IVs zu rotieren. Die späteren Angriffe haben das geschafft, Zehntausende von Pakete innerhalb von wenigen Minuten zu erzeugen. Dadurch wurde der IV mehrfach genutzt mit demselben Schlüssel. Dadurch kam man an den Schlüssel und mit dem Schlüssel kam man ins WLAN. Gab es da eine Frage? Genau, was ich vorhin schon angesprochen hatte, das Passwort wurde direkt als Schlüssel benutzt. Für die Code-Review unter euch, wenn ihr irgendwo ein Passwort seht, was hart 16 oder 32 Zeichen haben muss, ist das ein klarer Warnhinweis, dass da keine Password-Based Key Derivation Function dahinter steckt. Das wird so oft umgesetzt, also ich sehe das tatsächlich regelmäßig. Es macht mir ein bisschen Angst. Dann habe ich einen wunderbaren Blogpost gefunden, kann ich euch nur empfehlen, den mal in Ruhe durchzulesen, ist gar nicht so lang. Wir haben ja eben gesehen, Hashes, Input rein, kriege ich eine feste Zahl raus, und die sind zufälligerweise oft so ähnlich, ne, dass sie 16 Byte bis dann 32 Byte lang sind. Sprich, die Zahlen kann man direkt als Schlüssel verwenden, die da rauskommen. Bitte nicht machen, ist eher nicht die richtige Art und Weise, wie man sich selbst ein PBKDF aufbaut. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo ich ein bisschen ausholen kann. Immer wenn ihr selbst anfangt, ganz viele Primitive miteinander zu kombinieren, solltet ihr kurz in euch gehen und euch überlegen, ob es nicht schon etwas gibt, was euren Use Case abdeckt.
Ich gehe davon aus, wir sind alle intelligent genug, dass wir wissen, wir entwickeln nicht unsere eigenen Verschlüsselungsalgorithmen, wenn wir nicht Kryptografen sind und das Ganze in einem öffentlichen Verfahren mit Wettbewerb und ganz viel Peer Review und ganz viel Kryptoanalyse machen. So viel erwarte ich eigentlich von uns. Dann nächster Schritt, wir sollten selber keine Kryptoalgorithmen implementieren. Die sind erstaunlich einfach zu implementieren. Wenn man sich so die IS-Definition anschaut, dann sieht das irgendwie ganz komplex aus. Das sind so mathematische Formeln und ganz, ganz komisch. Also ich als Schmalspur-Informatiker, Akademiker, habe da richtig Angst vor, weil da muss ich nachdenken. Wenn man ein bisschen weiter scrollt, kommt man dann an den Pseudocode. Und der ist total einfach. Also IS ist wirklich einfach. Es sind 2 DIN-A4-Seiten an Pseudocode. Super einfach runterzuschreiben, in jeder Programmiersprache. Kannst du links neben den Monitor legen und rechts auf dem Monitor abtippen. Bitte trotzdem nicht machen, denn in der Implementierung stecken einige Fallstricke. Wir haben alle schon von den wunderschönen Seitenkanalangriffen gehört. Wenn ihr es einfach naiv runterprogrammiert, werdet ihr definitiv in der Implementierung lustige Sachen machen, die es einem erfahrenen Kryptografen erlauben, über den Seitenkanal eure Verschlüsselung zu knacken, ohne dass der Verschlüsselungsalgorithmus selbst irgendwie besonders gefährdet gewesen wäre. Und auch bei der Kombination von verschiedenen Primitiven, ne, ich habe hier einen Hash, ich habe da eine symmetrische Verschlüsselung, ich habe eine asymmetrische Verschlüsselung, wunderbar, mache ich über die asymmetrische Verschlüsselung den Schlüsselaustausch für die symmetrische und sichere das Ganze über einen Hash ab. Super einfach, ne, funktioniert auch. Ne, die Bits, die ihr dann über das Netzwerk schickt, die sind definitiv durchgewürfelt, kommt ihr nicht dran. Es ist super einfach, bei diesen Kombinationen einen richtig dummen Fehler zu machen, der einfach nicht offensichtlich ist. Deswegen klarer Hinweis, keep it simple an der Stelle, nicht selber entwickeln, sondern sinnvolle, weit verbreitete, weit genutzte, weit getestete Libraries zu verwenden, die nicht OpenSSL heißen, weil die einfach battle-hardened sind. Die geben euch eine Abstraktion auf das, was ihr machen wollt. Ihr müsst nicht tief in die Details reingehen und könnt nicht durch relativ simple Optimierungen, die jeder Entwickler, wenn er einfach Code runterschreibt, automatisch macht, richtig auf die Schnauze fallen. Dann ein wunderschönes Beispiel. Hyundai hat Autos, da läuft ein Rechner drin, da läuft Software drauf. Die wollte sich jemand anschauen, hat aber festgestellt, da kommt man nicht einfach von außen drauf. Es gibt eine Möglichkeit, die Firmware zu updaten, also eigene Software hochzuladen, aber die Firmware ist verschlüsselt und die ist signiert. Hat sich jemand angeschaut und hat festgestellt, wunderbar, im Installer-Script ist direkt der Schlüssel zum Entschlüsseln der Firmware mit dabei. Weil irgendwie muss man ja an den Klartext kommen, um es ins Auto zu schieben. Die Hürde war überwunden. Dann hat er noch das Problem gehabt, das Auto prüft die Signatur von dieser Firmware. Und das war schwierig, war nämlich etablierter Kryptostandard, nichts Selbstentwickeltes, haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben offensichtlich beim Richtigmachen auch die Standarddokumente gelesen und sehr genau angeschaut. Dann gab es auch eine Beispielimplementierung so sieht ein Schlüssel aus, so benutzt man den und die haben tatsächlich genau diesen Schlüssel verwendet. Dadurch war es offen. Anderes Beispiel, selbst gesehen, wir haben HR-System. Ein Arbeitgeber in Deutschland ist natürlich verpflichtet, für seine Mitarbeiter zu sorgen, da insbesondere für die kranken Mitarbeiter. Auf die muss man besonders Rücksicht nehmen. Da gibt es Reha-Maßnahmen, gibt es andere Maßnahmen. Das muss HR irgendwie wissen. Haben sich gedacht, wunderbar, speichern wir im HR-System, machen ein Feld, schreiben rein, was der oder diejenige hat. Aber das sind natürlich besonders sensible Informationen, Gesundheitsinformationen müssen nochmal besonders geschützt werden, die werden verschlüsselt, muss man super sauberen Algorithmus. Jetzt hat man allerdings die Situation, nur die Krankenmitarbeiter haben da einen Eintrag in dieser Spalte. Gut, er ist verschlüsselt, ich weiß nicht, was er hat, ich weiß aber schon, dass er was hat. Und die haben natürlich standardisierte Inhalte dafür genutzt. Ne? Alkoholiker war immer Alkoholiker.
Dadurch war natürlich das, was am Ende in der Spalte steht, je nach Krankheit immer gleich lang. Kenne ich einen Alkoholiker, kenne ich alle Alkoholiker in der Firma? Ja. Dann reden wir nochmal ganz kurz über Zertifikate. Es gibt ja diese Zertifikatskiste und ich habe gesagt, da stehen Informationen drin, die werden signiert. Und je nach Use Case stehen da besondere Informationen drin, die signiert werden. Wir haben einen großen Cloud-Anbieter, nicht die Nummer 1, vielleicht die Nummer 2 weltweit, hat eine PKI genutzt, um am Ende letztendlich Zugangstokens zu erstellen. Auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Ne? Für die Administratoren gab es eine eigene Sub-CA, die Tokens für Admins ausgestellt hat. Für einen einfachen Nutzer, wenn er sich eingeloggt hat, gab es eine andere, die hat Tokens ausgestellt, mit dem er dann an seine Mails kam. Und da haben Angreifer herausgefunden, dass der Dienst, der einen Admin-Token vergibt, also wo ein Admin sich einloggt, bei der Prüfung von diesen Zertifikaten schlampert. Er hat nämlich geprüft, ist das Zertifikat von meiner großen Ober-CA ausgestellt? Und wenn ja, dann scheint es ja gut zu sein, habe ich ihn reingelassen. Sprich, ein Angreifer hat mit seinem User-Zertifikat es geschafft, sich beim Admin-Service einen Zugang zum Admin-Interface zu holen. War voll drin, konnte alles machen. Immer wenn ihr mit Zertifikaten umgeht, müsst ihr tatsächlich alles an diesem Zertifikat prüfen, was für euren Use Case relevant ist. Die Standard-Libraries im Default-Modus prüfen, ist das Ding gültig und ist es ausgestellt von einer CA, der ich standardmäßig vertraue. Wenn nicht, dann kriegt ihr einen komischen Fehler. Diesen Fehler gebt ihr in Google ein, dann kommt ihr bei Stack Overflow raus und die erste Antwort ist, hier mit diesen zwei Parametern deaktivierst du die Zertifikatsüberprüfung. Minder schlau. Zweiter Kommentar ist dann meistens hier, du musst dein Stammzertifikat in deinen Trust Store reinpacken. Das ist je nach Umgebung mehr oder weniger kompliziert, aber es ist relativ einfach. Dann vertraut ihr diesem Zertifikat, dann ist es einfach da. Im Regelfall sind aber eure Use Cases so, dass ihr ein Zertifikat bekommt, ihr wollt überprüfen, dass zum Beispiel ein Benutzer Teil einer bestimmten Abteilung ist oder in einer bestimmten Berechtigungsgruppe drin ist. Das steht im Zertifikat drin. Wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr das auch entsprechend prüfen. Wie gesagt, das hier war ein großer Cloud-Anbieter. Auch der hat es dieses Jahr komplett verkackt. Ich habe es vorhin bei den Public Keys nicht ganz erwähnt, wo die Keys herkamen. Dann muss man keine Passwörter, die werden generiert. Dann sucht man sich ganz große Zahlen und die müssen bestimmte Primfaktor-Eigenschaften haben. Das ist ganz toll. Debian hat 2008 damals aus Versehen OpenSSL in einer Art und Weise gepatcht, dass deren Zufallszahlengenerator nicht mehr wirklich zufällig war. Er hat sich rein initialisiert aus der Prozess-ID von dem laufenden Prozess. Davon gibt es eine relativ geringe Menge. Sprich, ganz, ganz viele Leute, die mit diesen Debian-Versionen mit OpenSSL sich asymmetrische Schlüssel generiert haben, hatten denselben Schlüssel. Und dadurch, dass die Prozess-ID relativ klein ist, kann man auch mal eben einen Rechner über Nacht laufen lassen und sich alle Schlüssel generieren lassen, die mit diesen Zufallszahlengeneratoren mit den verschiedenen Prozess-IDs generiert werden können. Für den einzelnen Benutzer absolut nicht sichtbar. Ne? Ich hab was generiert, es war alles sauber, es kommen irgendwelche zufällige Zahlen raus, wenn ich verschlüsselt habe. Auf der Netzwerkkarte, es war alles wunderschön durcheinander gewürfelt. Durch Analyse von außen rausgekommen. Die spannende Sache ist, ne, das ist 2008 gewesen. Das ist jetzt zu viele Jahre her. Das ist heutzutage noch ein Problem. Das war eine relativ geringe Zeit, in der dieser Code da draußen war. Ich glaube, ein halbes Jahr, Größenordnung. Die Schlüssel, die damals generiert wurden, sind heute teilweise noch im Einsatz. Gibt es auch wunderschöne Vorträge auf diversen Chaos-Veranstaltungen dazu. Beim dem Link könnt ihr es nochmal nachlesen. Also diese Zufallszahlen sind wichtig und müssen sauber sein. Ist elementarer Bestandteil für die Sicherheit von diesen ganzen Systemen.
Und wenn ihr nicht, euch nicht ganz bewusst seid, woher eure Zufallszahlen kommen, dann kommt sowas raus. Woher weiß ich, dass ich gute Zufallszahlen herbekomme? Relativ einfach. Wenn es einfach ist, an die Zufallszahlen ranzukommen, ist, dann war es nicht sicher. Ja, jede Programmiersprache hat irgendwie so eine Random-Funktion und die kann man mit irgendeinem Initialwert befüllen und dann kriegt man zufällige Zahlen raus. Über den Daumen gepeilt, wenn ihr den Zufallszahlengenerator mit irgendeinem Initialwert füllen könnt, dann wollt ihr den nicht für Krypto nutzen. Abhängig von eurer Systemumgebung, von eurer Entwicklungsumgebung, müsst ihr schauen, was die sicheren Zufallszahlengeneratoren sind. In Java wäre es Secure Random. In einer anderen Umgebung fällt es mir gerade aus dem Kopf nicht ein. Ihr müsst euch dessen bewusst sein und passend für eure Umgebung den richtigen Generator wählen. So, ich bin schon am Ende meiner Slides, aber ich habe noch ein bisschen Inhalt. Sehr schön. Ich hab hier diese Icons in der Präsentation verwendet. Den ich noch gar nicht verwendet habe, waren der Salz- und der Pfefferstreuer, Salt und Pepper. Sind insbesondere bei dem sicheren Abspeichern von Passwörtern auf Anbieterseite relevant. Ihr habt die klassische Situation, ihr habt irgendeinen Dienst entwickelt, da sollen Nutzer drauf, die Nutzer sollen sich unterscheiden können. Ich will nicht, dass ein Nutzer A sich als Nutzer B ausgibt. Was macht man also? Macht irgendwie eine Login-Maske, verlangt ein Passwort vom User. Jetzt hat man das Problem, dass man dieses Passwort irgendwie sicher abspeichern möchte. Ich glaube, 2024 muss ich nicht betonen, dass es eine dumme Idee ist, das Passwort noch einfach im Klartext in die Datenbank zu schreiben. Einige Passwort-Leaks diesen Jahres haben mir gezeigt, doch, ich muss es nochmal erwähnen, also bitte Passwörter nicht im Klartext in die Datenbank. Korrekt. Nächste Überlegung ist, okay, ich bin ja klug, ich will Daten sicher ablegen, ich verschlüssel die Passwörter. Passiert erstaunlich oft, erschreckend oft. Also ein Anbieter nimmt euer Passwort, verschlüsselt es, legt es in die Datenbank. Zum Login-Vorgang, wenn ihr das Passwort eingebt, um reinzukommen, muss es natürlich wieder entschlüsseln. Sprich, der Serverprozess hat das Passwort, um es zu entschlüsseln. Sprich, bei so einem klassischen Datenleak werden einmal die verschlüsselten Passwörter rausgetragen und auch das Passwort für diese Verschlüsselung. Also bitte nicht die Passwörter verschlüsselt abspeichern. Also wenn ich irgendwo eine Pressemitteilung sehe, ne, wir hatten einen Cyber-Inzident, es sind Daten rausgetragen worden, aber keine Angst, sie waren verschlüsselt. Zum Arbeiten mit den Daten muss man sie entschlüsseln, es ist definitiv das Passwort mit rausgetragen worden. Also nächster Gedanke, nicht verschlüsseln, nicht Klartext, ich hashe das. Und das ist eigentlich erstmal der richtige Instinkt. Ne, ein Hash ist eine Einwegfunktion, ich kann Daten reintun, ich kriege eine Zahl raus. Beim Login mache ich genau dasselbe, ich nehm den Input vom User, jage ihn durch die Hash-Funktion, vergleiche den Wert mit dem Wert in der Datenbank. Wenn die gleich sind, kommt er rein. Erstmal nicht falsch, ein Gedankengang, den viele dann haben, hey, es ist doch total doof, das Passwort an den Server zu schicken und der hasht es dann. Ich mache das Hashen auf Client-Seite. Ich hashe auf dem Client das Passwort, schicke nur den Hash zum Server. Dadurch ist ja das Klartext-Passwort gar nicht mehr unterwegs gewesen. Das heißt, selbst wenn die verschlüsselte Verbindung, die wir natürlich alle nutzen, geknackt wird, kommt niemand an das Passwort und kann niemand reinkommen. Ich habe tatsächlich schon Stunden mit jemandem diskutiert, der nicht einsehen wollte, dass das eine dumme Idee ist. Warum ist das eine dumme Idee? Der übermittelte Hash ist jetzt das Passwort. Am Ende des Tages geht es auf Serverseite darum, ich kriege einen Input und ist das der erwartete Input. Und da ist es erstmal egal, ob das irgendwie ein Passwort ist oder ein Hash oder eine Bilddatei oder was auch immer. Das, was am Server ankommt, ist die relevante Information, die erlaubt mir einen Zugriff. Sprich, diese ganzen Klimmzüge mit auf Client-Seite hashe ich das. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne machen, aber es bringt inhaltlich keinerlei Security-Vorteil. Gut, wir haben das Passwort gehasht in der Datenbank stehen und damit haben wir eigentlich erstmal fast alles richtig gemacht. Problem ist, es werden viel zu oft diese Datenbanken rausgetragen.
Wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt und eine etwas ältere E-Mail-Adresse, also älter als 2 Jahre, geht ihr mal auf haveibeenporned.com, gebt eure E-Mail-Adresse ein. Das ist eine wunderbare Seite von einem Australier betrieben, der öffentliche Datenleaks sammelt und euch anzeigt, wo eure Daten schon überall mal drin waren. Ich habe eine E-Mail-Adresse, die nutze ich jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren. Ich bin jetzt in 18 Leaks gewesen. Ich war mal bei Yahoo, ich war mal bei Dropbox, Adobe ist aufgemacht worden, Facebook ist mal aufgemacht worden. Da sind überall Daten rausgetragen worden, unter anderem die Passwortdatenbanken. Da steht jetzt ein Hash drin. Wenn das ein einfacher Hash war, dann ist er schnell errechnet. Passwörter sind von Menschen eingegeben. Insbesondere wenn Sie versuchen, sich die Passwörter zu merken, ist die Länge dieser Passwort-Strings relativ klein. Kann man wunderbar brute-forcen, spätestens seitdem die Grafikkartenbeschleuniger auf dem Markt sind und ich das Ganze auf der GPU berechnen kann, kann ich Hunderttausende bis Millionen Hashes pro Sekunde berechnen. Ein einfacher Hash ist relativ schnell geknackt. Es ist natürlich so, wenn eure Passwortdatenbank rausgetragen wurde, seid ihr schon eigentlich am Arsch. Ihr habt allerdings gegenüber euren Usern eine gewisse Verpflichtung, die sicher zu halten. Ja, ihr habt sie schon gebrochen, wenn eure Passwortdatenbank rausgetragen wurde, aber ihr könnt selbst in diesem Fall im Vorfeld etwas getan haben, was die Einschlagtiefe zumindest verringert. Riesenproblem für Normalos, die keine Passwortmanager nutzen, ist, die haben ein Passwort, das sie überall verwenden. Vielleicht zwei. Ja. Eins für sichere Dienste, für die Bank, für PayPal, für eBay, für Kleinanzeigen. Und ein nicht ganz so sicheres Passwort, das benutzt man dann für einen E-Mail-Zugang, für irgendwelche Foren, für irgendwas anderes. Das nutzen sie überall. Passwortdatenbanken werden rausgetragen. Angreifer rechnen relativ schnell die Klartext-Passwörter raus, indem er einfach alle durchprobiert in den Hash-Algorithmus wirft und schaut, ob das, was rauskommt, in der Datenbank vorhanden ist. Und dadurch hat der Angreifer plötzlich das Klartext-Passwort. Und was macht er damit? Der versucht sich mit diesem Passwort und der E-Mail-Adresse bei so vielen Diensten im Internet wie möglich anzumelden. Irgendein eigentlich irrelevanter Dienst wird geknackt. Die Passwortdatenbank wird rausgetragen, Klartextpasswort wird ausgerechnet und dann wird mit diesem Passwort versucht, bei eBay, bei PayPal, bei sonst was, bei Amazon, sich anzumelden und dann im Namen des Users wunderschöne Bestellungen auszulösen. Dem kann man auf 3 Arten entgegenwirken. Das eine ist, einen möglichst langsamen Hash-Algorithmus für seine Passwortdatenbank zu verwenden. Langsam ist an dieser Stelle relativ, wir reden hier nicht über Minuten, so ein Login-Vorgang soll ja auch irgendwann auch wieder abgeschlossen sein, man will drin sein, aber mehr als einfach nur eine Iteration von so einem Hash. Ich mache jetzt hier an der Stelle keine klaren Empfehlungen, bitte googelt das selbst, da gibt es nämlich verschiedene Sachen, auf die man achten muss. Du kannst auf klassische Verfahren gehen, irgend so ein Hash ein paar 10.000 Mal hintereinander auf denselben Input anwenden in der Kette. Du kannst sinnvollerweise etwas nutzen, was relativ viel RAM verwendet. Relativ ist hier irgendwie so 32 Megabyte, 64 Megabyte. Das ist noch ein RAM-Bereich, den man auf dem Server, auf dem Login-Server zur Verfügung hat. Das ist aber so viel, dass bei so massenhaften Angriffen Angreifer das nicht mehr auf GPUs ausrechnen kann. Und da kommen wir zum Salten und Peppern. Es gibt so ein paar Verfahren, die haben sich eingebürgert. Irgend so ein Hash 10.000 Mal hintereinander zu verwenden. Das kann man vorberechnen. Ich kann jetzt einmal einen Rechner anwerfen, so alle Zeichenketten zwischen einem Zeichen und sagen wir mal 16 durchwürfeln, durch diese Funktion die Werte in der Datenbank abspeichern. Die Datenbank wird relativ groß. Das sind so ein paar Terabyte, aber ein paar Terabyte sind heutzutage relativ billig zu haben. Wenn ich dann eine Datenbank in die Hand bekomme, muss ich einfach nur noch in meiner Datenbank prüfen, kenne ich den Hash schon. Das verhindert man durchs Salten bzw. Peppern an einer anderen Stelle.
Angesichts der Zeit gehe ich nicht tief ein. Die Idee einfach ist, dass ich nutze zwar ein Standardvorgehen, wie zum Beispiel 10.000 Mal diesen einen Hash hintereinander zu verwenden, aber ich mische noch was rein. Ich salze das Ganze mit einem einmaligen Wert, den nur ich benutze. Und dadurch wird diese vorberechnete Tabelle vom Angreifer komplett nutzlos, weil der hat es nicht mit mehreren Millionen unterschiedlichen Salts ausprobiert, sondern hat es einfach ohne Salt ausprobiert. Ja. Damit bin ich jetzt eigentlich schon am Ende meiner Zeit. Ich glaube, wir haben aber noch Zeit für ein, zwei Fragen an der Stelle. Ja, tatsächlich. Vielen Dank für den Vortrag. Ich würde erstmal einen Applaus geben lassen. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Bezüglich dem Client-Side-Hashing könnte man nicht stattdessen aus dem Passwort einen deterministischen Private Key generieren und dann Public Key Authentifizierung machen, sodass das Geheimnis, also der Private Key, nie übertragen werden muss, sondern nur am Anfang erstmal der Public Key und der dann beim Server abgespeichert wird? Spannende Idee. Mit der Idee bin ich noch nicht konfrontiert worden. Instinktiv fallen mir da mehrere Probleme ein. Du hast wieder das Entropieproblem. Ich nutze ein Passwort als Ausgangsbasis, um die Schlüssel zu generieren. Das heißt, so wie die Leute Passwörter verwenden. Ich muss eintippen, muss merkbar sein. Das ist eine relativ begrenzte Anzahl an Passwörtern, die tatsächlich weltweit verwendet werden. Daraus kann ich die begrenzte Anzahl an Private Keys generieren, würde ich davon ausgehen, dass das einfach nicht ausreicht. Also hat dieselbe Problematik wie schlechte Passwörter zu verwenden. Hat natürlich den Vorteil, ich habe jetzt nicht das Passwort oder ein Passwort-Hash in der Datenbank. Riesenaufwand auf Client-Seite, viel Spaß darin, das für einen Browser zu programmieren. Ich würde diesen Ansatz nicht wählen. Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine weitere Frage, wenn es eine gibt. Wenn es keine gibt, dann habe ich noch einen Inhaltspunkt. JSON Web Tokens werden oft genutzt, um User Sessions im Browser zu verwalten. Viele Web Frameworks bringen diese Funktionalität von sich aus mit. Zum Thema KISS ist das einfach. Standards, wo ihr viel konfigurieren könnt, sind gefährliche Standards, weil man da sehr viel falsch konfigurieren könnt. JSON Web Tokens sind so ein Beispiel, die unterstützen zur Signatur eine ganze Latte an Algorithmen, irgendwie über 20 Stück. Einer davon ist None. Also keine Signatur. Und viele Standard-Frameworks in der Anfangsphase haben einfach den Token genommen, haben in der Liste geschaut, im Token steht drin, welcher Algorithmus verwendet wurde und haben diesen dann drauf angewandt. Und wenn dann None dran stand, gab es keine Verifizierung und man war drin. Deswegen im Hinterkopf behalten, je mehr ihr konfigurieren könnt, desto gefährlicher ist es. Deswegen nutzen moderne Kryptosysteme eigentlich so wenig Konfiguration wie möglich. Ein schönes Beispiel ist WireGuard. WireGuard, total tolles Protokoll, könnt ihr genau nichts einstellen. Die Verschlüsselung, die Signatur, die Key-Austausch-Geschichten, alles hart kodiert, könnt ihr nichts dran ändern. Die sagen, wenn diese Algorithmen unsicher sind, dann schreiben wir halt WireGuard 2. Vielen Dank nochmal. Dann danke auch nochmal für den Talk. Und dem Publikum und natürlich dem Speaker einen schönen Tag noch.